Moin Moin zu Leben Sack 1, dem weiter beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, kurz vor dem letzten Spiel, wir haben uns ja, oder ihr habt es ja selber sogar bei manchen von euren Kommentaren geschrieben, Saison schon beendet. So einfach werdet ihr uns natürlich nicht los. Wir müssen ja auch noch viel aufarbeiten, auch sozusagen danach, also nach dem Spieltag. Heute natürlich erstmal der Vorbericht im Fokus. Ja, ganz kurz vielleicht mal so ein paar allgemeine Themen. Unser Neuzugang, Scoop, da direkt die Frage an dich, auch mal aus Fansicht vielleicht. Da gab es ja dann noch ein bisschen beim David Kownacki ein bisschen so, ich sage es mal, Kabbeleien mit Fortuna Düsseldorf, weil natürlich der relativ prominent auch mit Butten und also Butter bei den Fische vorgestellt wurde. Also das sozusagen extrem ja, ausgeführt wurde, Social Media mäßig und vielleicht ein bisschen zu viel ist, wenn man da auch noch einen Spieler macht für die Fortuna. Kannst du den Zorn nachvollziehen? Ich kann, moin, liebe User, moin, lieber Sepp, erstmal die Begrüßung, so bin ich ja erzogen worden. Ne? Hallo zusammen. Von Hand allerseits, wie Herbert Fassbinder immer gesagt hat, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Der Klaus Allofs, der ist mit uns Double-Gewinner geworden und so weiter. Er weiß doch, was in Bremen los ist. Wenn wir so ein Juwel bei uns haben, muss das sofort bestätigt werden, muss sofort der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Werder-Fans müssen sich darauf freuen. Wir gehen davon aus, dass Füllkrug und Duxch, einer von beiden, auf jeden Fall geht. Da brauchen wir Nachfolger. Also die Düsseldorfer sollen sich da nicht mal so anstellen. Alles gut, alles in Butter. Butter bei ihr Fischer war er da, also alles gut. Kann ich nicht nachvollziehen. Er will doch zu uns. Ich weiß nicht, wie die Absprachen da gelaufen sind, aber der Klaus soll da mal nicht so einen Aufstand machen. Sehr gut, dann natürlich, wo du es gerade gesagt hast, Füllkrug, da geistert jetzt ja schon die Idee drum, dass der Vertrag doch noch verlängert wird mit Aufstiegsklausel, dafür aber bis 26. Das ist natürlich eine interessante Möglichkeit. Man hat jetzt heute Luis Lort, Nachwuchstorwart, abgegeben nach Aue. Gut, das wird jetzt nicht so viel an Einnahmen bringen, beziehungsweise ich glaube, da war sogar auch ablösefrei. Tja. Was ist gesagt, einer wird gehen, was jetzt natürlich sehr interessant ist und was wirklich so das Thema ist, 31.05., müsste, Entschuldigung, 31., doch 31.05., habe ich richtig gerade gesagt, Richtig, müsste es ja. ja sein, Ausstiegsklausel Duxch, was dann jetzt eigentlich nach dem Spieltag kommt. Ne? Ich hätte jetzt schon gedacht, dass jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tempo in die Sachen reinkommen, was die Verträge angehen, und die Entscheidung. Sind wir mal sehr gespannt, was da jetzt noch so bei rumkommt oder ob man da wartet bis zum Sonntag. Deswegen passt natürlich die Frage zum Anfang dazu, ja. Werder gibt quasi den Abgang irgendwie später erst bekannt, vielleicht. Aber den Abgang von Fortuna machen sie dann prominent als Neuzugang auf der anderen Seite. Naja, warten wir einfach mal ab, wie es da so läuft. Falls ihr noch mehr Insider-Infos habt, muss man mal schauen. Dingschi soll auch verliehen werden. Da war mal ganz kurz Darmstadt drin. Da dachte ich mir auch, Darmstadt hat ja kein Interesse an Dingschi. Was soll denn das, wenn du gerade aufgestiegen bist? Ist Ja. zwar nicht so einfach, vielleicht neue Spieler zu akquirieren, aber Dingschi sicherlich nicht da das richtige Profil. Dingschi bin ich hundertprozentig bei dir. Als ich das gelesen habe, kam sofort der gleiche Gedanke. Also Bundesliga bei Werder spielt er immer nur, wenn überhaupt 2 bis 5 Minuten, vielleicht mal 10 Minuten. Und dann nimmt ein anderer Aufsteiger den, also wenn, muss den parken in der zweiten Liga. Definitiv. Dann, was war vorher das Thema? Vorher das Thema Niklas Füllkrug. Da sollen ja Insider-Stimmen in Bremen auf jeden Fall sagen, dass er sich so super wohl in Bremen fühlt und seiner Tochter auch nicht gerade irgendwie so einen Umzug großartig zumuten möchte und so weiter und so fort, dass die Tochter und die Frau sich auch pudelwohl in Bremen fühlen. Und das wäre natürlich toll, auf jeden Fall, wenn der bei uns bleiben wird. Thema Marvin Ducksch, ich gehe davon aus, dass er mit Union Berlin schon in der Kabine den Champions League-Einzug feiert am Samstag und dann, dass er dann gleich in Berlin bleibt. Das denke ich zu der Thematik. Da hast du ja schon mal alle Zweifel, was jetzt ein mögliches Nicht-Verkaufen angeht, beseitigt. Dann sieht es ja ganz okay aus. Vielleicht ein bisschen das andere Thema Personal. Sieht ja nicht gut aus. Stay gelb gesperrt, groß verletzt. Jetzt habe ich den gerade den nächsten Weiser Kandidaten. verletzt. Weiser. Genau, Weiser verletzt Dankeschön. mich auch nicht. Ja. Genau, verletzt. Füllkrug, Belastungssteuerung wieder, ist aber noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen. Also, ob der jetzt vielleicht wieder nochmal 90 Minuten spielt, weiß man nicht. Hat er immer noch die Möglichkeit, die schlechteste Torjägerkanone aller Zeiten zu gelingen? Ja. Übertrieben formuliert, also mit 16 Toren, wisst ihr ja, Freddy Bobic, Roland Wohlfahrt, Klaus Allofs oder Thomas Allofs, ich weiß es gerade nicht mehr. Thomas aus. Thomas. Thomas, ne? Genau, mit 17 Treffern. Also, sehr interessant, wäre jetzt natürlich gut, wenn er zumindest einmal trifft, aber vielleicht reicht es ja auch so. Vor allem, wenn die Bayern nicht mehr
nachlegen und auch die Leipziger nicht mehr nachlegen. Die sind aus meiner Sicht mit Nkunku und Gnabry noch sehr gefährlich. Gut, das wäre jetzt noch aus Frankfurter Sicht auch natürlich möglich. Aber er hat auch schon 14 Tore, ne? Ja, muss man einfach mal schauen. Also das finde ich somit das Spannendste für mich. Ich sehe es jetzt persönlich ja, relativ entspannt, nachdem der Klassenerhalt erstmal gesichert ist, an das Spiel zu gehen. Man sieht jetzt schon, wird jetzt echt schon schwierig. Wir kommen ja auch gleich zur Aufstellung. Da fehlen ja schon ein paar. Da müssen wir sogar auf der rechten Seite wieder zaubern. Da haben wir jetzt ja wieder eigentlich gar keinen dafür. Wir hatten ja sonst mal Pieper, der da so ein bisschen auskommt. Eigentlich müsste jetzt Bittencourt da schon wieder spielen. Leo, natürlich, der Leo. Aber dann hast du ja wirklich gerade eben aus dem Mittelfeld, gut, er hat jetzt nicht gestartet, der Groß, was sowieso ein bisschen verwunderlich war, aber vielleicht war er auch wieder angeschlagen. Da hättest du im Endeffekt weder Groß noch Stay noch Bittencourt im Mittelfeld. Also Gruff im Mittelfeld, Schmid und Schmidt im Mittelfeld, auf jeden Fall. Ja. Genau, dann lass uns vielleicht damit mal starten, weil wir gerade dabei sind. Ich würde es nämlich auch so sehen. Ja, jetzt wurde Bittencourt. Und was natürlich dann klar ist, Scoop, die Null steht. Ne? Die Null steht. Machen wir gar keine Sorgen. Überragend. Also mit Leo überragend. Übrigens, das auch nochmal, wo wir jetzt hier so richtig schön im Smalltalk sind, wieder ein richtig cooles Interview. Müsst ihr euch mal angucken, wieder bei YouTube. Fand ich schon geil. Also der ist auf jeden Fall auch als weiterer Talk-Gast wäre der optimal, weil so wie der das erzählt, ist auch richtig cool, ja? So nach dem Motto, können noch ein paar Leute anrufen bei mir, ich kann noch ein paar Tipps geben oder so, aber ich kann nicht alles machen, ne? Ich will auch noch Fußball spielen, also das macht schon Spaß, mit dem so ein bisschen den Smalltalk zu halten, und er hat natürlich auch auf deine Kritik reagiert und hat gesagt, er hat es ja nicht so übermäßig gefeiert, den Klassenerhalt, nach zwei Bierchen wäre schon Ende gewesen und er wäre nach Hause gefahren. Ja. Mhm, genau, das stimmt. In der Werder-Doku hat man ja schon gesehen, was der Bittencourt für ein Typ ist. Ne, damals mit Weiser wurde er ja auch gefragt, ne, ins Trainerbüro gerufen und so weiter und so fort. Ne, echt als cooler Typ, als Fußballer, ne, streiten sich die Geister über ihn. Gerade ich streite mich sehr oft über ihn als Fußballer, als Mensch, als Teammitglied. Überragender Mann, definitiv. Auch wie er das erklärt hat mit seiner gelben Karte, fand ich richtig witzig, ne, dass er gesagt hat, ja, wenn der Kollege aus Köln kein Gelb kriegt, dann darf ich auch kein Gelb kriegen. Und er sagt, er spielt immer am, wie hat er sich ausgedrückt, hilf mir jetzt nochmal am Rand der Legalität, so in der Art, dass er so immer spielt, dass es immer schon ein gefährliches Spiel von ihm ist, aber er noch nie zweimal in einer Saison gesperrt wurde und er hat es wieder erreicht. Also fand ich schon ganz witzig, die Aussage definitiv, dass er das wieder erreicht hat. Nee, auf jeden Fall ein cooler Typ, wenn er jetzt noch so als Fußballer genauso gut, aber dann wird er wahrscheinlich nicht mehr im Werder Bremen spielen. Deshalb Themenwechsel. Aber genau, was auch noch da als Anekdote noch zum Abschluss der Sache, es war auch richtig cool, wie er dann auch gesagt hat, naja, er hat ja auch in Dortmund gespielt, ne? Wenn die Dortmunder dann gewinnen, ist er dann schon mal ganz gut oder sagen wir mal, auch vielleicht für ihn so ein bisschen so, aber er meinte auch, wenn wir danach, die Saison dann nach Bayern fahren, wird es eine lustige Reise. Das fand ich auch schon echt geil, wenn du da hörst, wie der so locker darüber redet. Ja. Also eigentlich hier schon optimal für jede Talkshow. Ja, das stimmt. Also eigentlich muss er Werder TV die ganze Zeit machen. Aber damit wir uns jetzt nochmal einstimmen können auf das letzte Spiel, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen aufstellen, hast du die nochmal zu Ende machen. Tor war jetzt, ist ja klar, Sturm machen wir mal die Vögel. Mittelfeld hast du schon gesagt. Und Abwehr wird dann auch Jung spielen, Friedel, Veljkovic, Stark. Ja. Und Leo. Ja. Und Leo, gut. Ja. Sonst die Schmidis und Krujev. Ja, genau. Viel mehr Spiele haben wir ja auch nicht. Und dann haben wir diesmal auf der Bank natürlich richtig Qualität mit Mbom, mit Dingschi. Also da kann sich Union Berlin mal erstmal richtig warm anziehen, wenn wir wechseln auf jeden Fall. Aber was interessant wäre, ob wir dann wieder, sind ja definitiv, die U23 muss er auch wieder spielen. Der Philipp haben wir noch vergessen, ne? Maximilian Philipp. Ja, gut. Aber da wird ja mindestens ein Platz wieder frei sein im Kader. Ja, das denke ich auch. Ja. Sepp, ruf mal Ole an, vielleicht können wir noch irgendwie. Ja, bestimmt für uns beiden Platz. Auch Bank setzen geht noch, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt gerne in den Kommentaren noch mal ein paar gute Worte für uns einlegt, also seht, der Trikot ist ja schon angezogen, auch wenn es jetzt das Falsche ist gerade von der. Aber ich habe gerade hier nicht griffbereit, sonst wäre ich natürlich total. Ist ein Auswärtsspiel. Guck mal, ich wäre komplett vorbereitet. Ich muss nur hinten die Zahl und den Namen überkleben. Die müssen uns dann immer das Geld zahlen, Spritkosten müssen uns auch nicht zahlen, wir kommen sogar umsonst. Wir haben noch nur Ausgaben dafür dann. Also, Ole, wenn du uns siehst, ruf uns an, wir sind da. Kein Thema. Wir sind da. Genau, dann kommen wir zu deinem Zettel, Scoop, sozusagen zum Abschluss zumindest der Saison. Der letzte Mal, der große Auftritt mit dem Zettel. Leg mal los.
Genau. Also Gegner am Samstag in der Alten Försterei in Berlin um 15.30 Uhr ist Union Berlin. Aktuell Tabellenvierter, 59 Punkte auf den Habenkonto, 50 zu 38 Tore, 17 Spiele gewonnen, 8 Spiele unentschieden gespielt, 8 Spiele verloren. Ja, wir reisen als Tabellenzwölfter an. Nochmal als Hinweis, nie schlechter gewesen als Tabellenzwölf bisher in der Saison. Werder hat insgesamt 36 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 51 zu 63 Tore. Werder hat 10 Spiele gewonnen, 6 Spiele unentschieden gespielt und 17 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Union Berlin auch Vierte, haben zu Hause 36 Punkte geholt, 29 zu 11 Tore. Und jetzt kommt das Entscheidende, 10 Spiele gewonnen, 6 Spiele unentschieden gespielt, noch kein Spiel zu Hause verloren. Dann wird es aber mal wirklich Zeit, dass Werder Bremen mit der vollen Kapelle kommt, wie wir so schön sagen können, und dafür sorgt, dass auch da mal ein kleiner schwarzer Fleck kommt auf die Weste. Genau. In der Auswärtstabelle ist Werder Tabellenneunte, hat auswärts 19 Punkte geholt, 25 zu 35 Tore, davon 7 in Köln und 6 in Bayern, das waren schon 13 Tore. 5 Spiele auswärts gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 7 Spiele verloren. Dann stelle ich ja mal den Trainer der gegnerischen Mannschaft vor. Also für mich ganz klar Trainer der Saison, Urs Fischer, 56 Jahre alt, hat was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Der war auch A-Nationalspieler in der Schweiz, hat 4 Nationalspiele, Länderspiele, Entschuldigung, für die Schweiz gemacht, von 1989 bis 1991. Dann seine Trainerkarriere hat er begonnen 2007 als Co-Trainer beim FC Zürich. Dann war er von 2010 bis 2012 Cheftrainer beim FC Zürich, von 2013 bis 2015 Cheftrainer beim FC Thun und von 2015 bis 2017 Cheftrainer beim FC Basel. Mit FC Basel ist er Schweizer Meister 2016 und 2017 geworden und den Pokal hat er 2017 auch noch geholt, also das Double in der Schweiz mit dem FC Basel. Und seit 2018 mit Union Berlin und seitdem er da ist, geht es auch bergauf. 2019 Aufstieg, 2021 qualifiziert für die Conference League, 2022 qualifiziert für die Europa League. Und wenn es echt so weitergeht und Union Berlin uns am Samstag schlägt, hat er das nächste Ziel erreicht, dann hat er sogar die Qualifikation für die Champions League erreicht mit diesem Verein. Und deshalb guckt euch alle Trainer in der Bundesliga an, aktuell, die da am Ball sind. Also größten Respekt vor Urs Fischer. Sepp, kann man nur sagen, was der erreicht hat. Wie gesagt, als Schweizer Trainer kommt er 2018 nach Union Berlin zum Zweitligisten und 5 Jahre später spielt er höchstwahrscheinlich in der Champions League. Also Chapeau, Chapeau. Ne? Also für mich Trainer der letzten 5 Jahre, ist auch der dienstälteste Trainer bei den Vereinen jetzt aktuell natürlich mit der Erfolgsbilanz. Und ich glaube, der wird schon seinen Weg machen, wenn Union Berlin vorbei ist. Ich will jetzt nicht Bayern München ansprechen, ich glaube, da ist er nicht der Typ für, aber der wird noch andere gute Angebote bekommen, meiner Meinung nach. Bin ich mir relativ sicher, definitiv. Ja, also auf jeden Fall eine herausragende Bilanz, die die Unioner da gemacht haben. Sie hatten ja so ein bisschen Unterstützung, glaube ich, damals hatte man nochmal mitbekommen, finanzielle Art von irgendeinem, der nochmal so 5 Millionen bis 10 Millionen reingepumpt hat in den Verein, aber auch das reicht ja dann nicht. Wenn du jetzt als Aussteiger so steile Karriere hinlegst, dann sieht man, was alles möglich ist, wenn es halt auch ja immer eine Mannschaft ist und man halt an einem Strang zieht und natürlich sehr, sehr, sehr gute Heimbilanz hat. Ne? Genau. Und natürlich, wenn man da auch noch mitnehmen muss, das erwähne ich eigentlich nie, aber wer für mich natürlich auch ein überragender Mann ist aus Doppelpass, aus aktuellen Sportstudio, und das sieht man ja auch, der Manager Runa, ne, der vorher bei Schalke war, wenn er den siehst, der war ja auch vorher mal in der Politik und so weiter. Also die Zusammenarbeit mit dem Urs Fischer ist ja grandios, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist ja hervorragend. Den muss man in dem Zug auch noch ernennen. Ja, ein interessanter Spieler, wie gesagt, immer eine subjektive Einschätzung von mir. Robin Knoche von Wolfsburg gekommen, sehr solider Abwehrspieler hinten drin, der auch schon, glaube ich, Länderspielerfahrung hat. Ein super Mann, Timo Baumgartl, der ja leider auch am Hodenkrebs erkrankt ist, der aber den Hodenkrebs überstanden hat und jetzt sogar Stammspieler da ist. Rani Khedira, Kapitän bei Union Berlin, der Bruder von Sami Khedira, hat auch seinen guten Weg gemacht. Kevin Behrens, Stammstürmer bei Union Berlin, an dem waren wir auch dran. Ist, glaube ich, sogar ein Bremer Junge oder aus dem Bremer Umland kommt der. War damals müsste auch U23 gewesen sein. Ja, genau richtig. Der hat auch seinen Weg gemacht, spielt nächstes Jahr wahrscheinlich Champions League. Aus Sandhausen, ne? Da haben sie ihn verpflichtet. Ja. Geraldo Becker, dann natürlich der dunkelhäutige Stürmer von, der sau schnell ist, der auch seine Tore immer macht, also Hut ab. Also das sind sehr, sehr interessante Leute und wenn die nächstes Jahr Champions League spielen, Chapeau, Chapeau. Und jetzt, Sepp, ich war richtig, richtig erschrocken, was die Bilanz gegen Union Berlin angeht. Wir hatten ja schon eine schlechte Bilanz gegen Leipzig, die ging ja auch gar nicht.
Aber Union Berlin, dass die Bilanz gegen Union Berlin auch so schlecht ist, Sepp, wir hatten erst 5 Bundesligaspiele, haben nur ein Bundesligaspiel gewonnen und 4 verloren, haben Torverhältnis von 4-10 gegen Union Berlin. Hätte ich niemals gedacht. Also wir haben erst ein Spiel gegen, also schon 10 Gegentore in 5 Spielen. Jedes Spiel 2 Gegentore. Kennen wir ja bei Werder Bremen, ne? Kennen wir wieder, ja. Genau. Ja, also das hätte ich auch niemals gedacht, dass das so schlecht ist, die Bilanz. Natürlich, klar, muss man sehen, bei denen, was du vorgelesen hast, was die Erfolge waren, wie sie sich qualifiziert haben, natürlich mit einstelligen Tabellenplätzen und wie wir natürlich eher schlechter waren, aber hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Ja, dann letztes Spiel war natürlich letzter Spieltag in der Vorrunde. Am 25.01. mittwochsabends haben wir 1-2 verloren, sind sogar durch Pieper in der 13. Minute 1-0 in Führung gegangen. Aber 5 Minuten später machte Haberer schon das 1-1 und Behrens natürlich machte dann den Siegtreffer für 1-2 für Union Berlin. Ja, dann das Formbarometer am 34. Spieltag aus den letzten 5 Spielen holte Werder 4 Punkte. 8-9 Tore, ein Sieg in Berlin, ein Unentschieden letzte Woche gegen Köln und dann nur Niederlagen. Union Berlin aus den letzten 5 Spielen auch nicht so total überragend, sage ich jetzt mal so. Die haben 7 Punkte geholt aus den letzten 5 Spielen und 7-7 Tore. Also da steht die 7 bei den letzten 5 Spielen. 2 gewonnen, ein Unentschieden und 2 verloren, wie gesagt. Und ganz ehrlich gesagt, lass es uns kurz halten. Wir sind gerettet, Union Berlin kann in die Champions League kommen. Jeder Werder-Fan will natürlich, dass Werder gewinnt, aber ich bin jetzt auch nicht todtraurig, wenn wir da verlieren sollten, weil es hätte für mich einen positiven Nebeneffekt, wenn Union Berlin in die Champions League kommen würde. Wie gesagt, gerade dem Trainer gönne ich es auf jeden Fall. Mein Tipp ist ein 2-0 für Union Berlin. Ich möchte nun natürlich nicht, dass wir da untergehen, auf jeden Fall. Einzig Negative, wenn wir da verlieren, ich glaube, wir können sogar noch auf Platz 15 abrutschen, ne? Oder Platz 14 auf jeden Fall. Ich habe es gerade gesagt, in der ganzen Saison nicht schlecht. Ja, nie schlechter als Platz 12. Wenn er dann noch 14. wärst, wäre natürlich nicht so toll. Und deshalb, wie gesagt, mein Tipp ist ein 2-0 für Union Berlin. Tja, ich habe jetzt das Problem, also der Leo spielt ja rechts, haben wir ja gesagt, das wird ja dann ein 0-0-Spiel. Aber ich möchte, dass Füllkrug dann noch ein Tor schießt. Deswegen müsste ich jetzt 1-0-Sieg für uns tippen. Das ist natürlich dann sehr optimistisch, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Mir hat ja jetzt eigentlich nur die Wahl zwischen 0-0, dann geht es bei Füllkrug nicht, oder 1-1, dann geht es ja mit Leo nicht. Also tippe ich mal auf ein 1-0 von Werder Bremen in der, ja, wann auch immer, 85. Minute durch Füllkrug, der dann auf 17 Tore kommt, Torjägerkanone holt. Und je nachdem, wie die anderen Plätze ja spielen in Freiburg, Freiburg spielt ja in Frankfurt, vielleicht können dann die Unioner trotzdem sich darüber freuen, dass sie dann in der Champions League sind. Somit halten wir das Thema auch schon durch. Jetzt zum Schluss noch ein Hinweis für euch. Wir werden natürlich uns nochmal bedanken, deswegen schreibt gerne nochmal Kommentare rein. Wir gucken uns mal alle Kommentare ab dem 1. März an bis heute, beziehungsweise mit der heutigen Sendung. Und da gucken wir dann, wer alles dann mal kommentiert hat. Die werden wir nochmal extra erwähnen nächste Woche beim Nachbericht. Und von daher wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende schon. Und der Scoop hat sicherlich nochmal einen tollen Rausschmeißer für euch. Macht's gut, wir hören uns beim Nachbericht. Ciao. Mein toller Rausschmeißer bezieht sich diesmal sehr explizit auf den Gegner. Ich finde schon grandios, dass unsere Hauptstadt 2 Vereine hat. Hertha BSC, der Million-Dollar-Club, nenne ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten, steigt ab. Und Union Berlin kommt in die Champions League. Und da sieht man wieder, das ist das Schöne am Fußball. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, wonderwall.
den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall, wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.